Rücken und schön über die Schulter. Ja, yeah, über die Schulter, ist geil. Auf und Band setzen. Und performen. Hier immer. Schrank hoch. Dolin, Heckscheibe. Leuchte mal die Flex an, mit der Flexscheibe. Yeah! Der Breaker macht das Tor. Juweliere oder Tankstellen. 2 Minuten anstrengen. Wir gehen durch die Wand, denn wir kommen mit der Flexscheibe. Durchs Beton ins Geschäft steigen. Vor der Kamera zu rappen und zu performen ist nicht jetzt unbedingt ein Highlight für mich oder so. Ja. Also ich muss mich schon da ein bisschen zwingen, anfangs das zu machen. So. Ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ist das Routine geworden, aber es gehört halt nie zu meinem Leben. So. Ich war mehr undercover immer unterwegs. Ja. Und jetzt öffentlich, und das ist schon eine Umstellung, so, an die ich mich erstmal gewöhnen muss. So. Wir machen jetzt Feuer an, ja? Das heißt, wir haben nicht lange Zeit. So, ja? Also muss alles so ein bisschen reibungslos klappen. Ah! Genau, dann gib doch mal Gas jetzt! Okay, okay, gut, mega, ja, super. Mach mal diese Action, das ist gut. Mach mal Mucke an. Geil. Mach mal Mucke einer. Ja, ey, Kamera. Die Lampe ist gut, Axel, Kamera, hier, ja. Los. Jungs, alle, die hier stehen, einfach immer nur cool aussehen. Böse gucken. Mach an mit denen. Benziner, 6.0, ich crash den Kurs, du rufst die Bullen, 110. Weiß ich deine Bruder, Drogenboulevards. Bunker, weiße Kugel in der roten Boulevards. Guck, mein Anwalt will batzen. Ich geb ihm 10 volle Kapseln für einen Blick in die Akten. Ich kann halt mein Leben damit verarbeiten, alles. Ja? Ich verarbeite das alles in Texte. Und das hält mich auch zurück, steht mir meine Zeit zum Beispiel. Ja? Komme ich auf keine dummen Gedanken, so. Bin viel im Studio. Ich könnte es damit halt schaffen, weißt du? Du willst ja nicht immer im Knast landen. Entweder Musik oder Straße. Hallo. Wir sind auf dem Weg. Wir sind gleich da, ja? Warschauer Straße treffen wir uns einfach. Wartet dort. Ja, sag ihm, wir sind ein paar Minuten zu spät. Ja? Okay, bis gleich. Ciao. Ich bin auf dem Weg gerade zu Chapter One Universal. Das ist ein Major-Label. Ich habe da einen Termin heute. Ich bin selbst gespannt und neugierig. Und es ist ja das erste Mal so, dass ich irgendwie mit sowas zu tun habe. Ich will ja nicht unbedingt ein Star werden oder prominent werden. So, ja? Ich will meine Musik machen und ich will damit Geld verdienen, was auf die Beine stellen. Und klar hat das Auswirkungen auf meinem Leben. Das verändert viel in meinem Leben. Ja? Das wird dann richtig zu meinem Beruf. Ja? Und da muss ich dann auch komplett dahinter stehen am Ende und was dafür machen. So. Von nichts kommt nichts. Ja, ey, wir sind jetzt hier schon auf der Warschauer Brücke. So. Wir sind gleich da, ja? Ja, ich sehe das Gebäude dort schon. Wir sind jetzt hier genau am U-Bahnhof. Wir kommen gerade von Warschauer Straße. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Voll. Super. Alles gut? Alles gut. Alles cool. Geil. So, hier ist der Vertrag. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was ich mache. Ja, das wäre gut, wenn ihr mir das erklärt. So. Genau. Ich hab da so. Ich bin ja so ein großes Fragezeichen bei mir. So. Wir sind ein junges Label, uns gibt es seit ein Dreivierteljahr, arbeiten mit Ramin zusammen, mit Chapter One. Ich bin Ramin. Hab die ersten Alben von Bushido, Sido, Agro Berlin, Haftbefehl, Rata und so weiter gemacht und die Jungs und die Labels, die dahinter stecken, ein Stück weit begleitet. Ich muss mal, vielleicht, also sagt mir, wenn es vielleicht unangepasst ist, aber es ist ja durchaus nicht nur durch eure Songs irgendwie bekannt, dass ihr die ein oder andere Sache gemacht habt, die nicht ganz so erlaubt ist. Jetzt geht ihr da mit medial ein Stück weit raus. Da sind die Strafen schon verbüßt worden, oder? Ja, also ich erkläre euch mal kurz, wie es bei mir abläuft. Also bei mir ist das so halt, ich habe viel Scheiße gemacht so in meinem Leben. Ne? Und ich habe dafür im Knast gesessen und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja, okay. Also wir haben mega, mega Bock, was mit euch zu machen. So.
euch da schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm? Wenn wir uns einig werden und wenn das alles zustande kommt, so ist es auf jeden Fall ein Fortschritt für mich. So. Ja, ich finde es gut. Ne? Die werden mich jetzt halt pushen. Wenn ich jetzt vernünftig bezahlt werde dafür und so für die Musik, dann ist das halt mein Beruf, mein Job. Und dann bin ich halt erstmal weg von den alten Sachen und konzentriere mich nur auf die Musik. Man will ja auch nicht mehr in den Knast und so. Es wird Zeit, mal jetzt ein bisschen zu leben. Nicht so viel mit der Masse zu tun gehabt, so, weißt du, man hat sich halt immer an der Cover zurückgehalten. Jetzt bist du so öffentlich und so, das ist gewöhnungsbedürftig. Wir sind jetzt hier bei der Ausländerbehörde, zum 500. Mal hier, Stammkunde. Da ich ja leider keinen deutschen Pass habe, muss ich meinen Aufenthaltstitel immer verlängern gehen, alle 3 Monate. Die wollen auf der einen Seite, dass ich mich integriere, ja, hatte aber nie die Chance, eine Ausbildung anzufangen damals zum Beispiel. Konnte ich nicht, wegen meinem Aufenthaltsstatus. Ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen mehr Zeit bekomme. Ne? So, ich war jetzt oben und ich habe wie erwartet wieder nur 3 Monate bekommen. Das ist hier mein Aufenthaltstitel. Ja. Der geht 3 Monate hier bis zum 18.01. Und angeblich läuft ein Ermittlungsverfahren gegen mich wegen BTM. Davon weiß ich nichts. Und das heißt auf jeden Fall erstmal zum Anwalt gehen. Ich fühle mich einfach fremd hier, weißt du? Obwohl ich hier geboren bin und mein ganzes Leben hier bin, fühle ich mich hier fremd. Irgendwann fängst du da an, dir Gedanken zu machen, ja? Wie soll es weitergehen und so. Man denkt an seine Zukunft und fängt an, dann gegen den Staat zu arbeiten, so, anstatt mit dem Staat. So. Man macht sein eigenes Ding, macht sich seine eigenen Gesetze und scheißt einfach drauf. Wenn ich erwischt werde, werde ich erwischt, dann lande ich in den Knast. Wenn ich nicht erwischt werde, dann baue ich mir was auf.